Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Bob. Ich begrüße zu einer Videoausgabe Traders Briefing Live. Zum Wochenstart gibt es immer zwei, drei interessante Werte. Und ich habe mir gedacht, wir werfen erstmal einen Blick auf den DAX, denn der ist ja letzten Freitag massiv nach unten gerauscht. Aber das Positive ist, der Abwärtstrend hier ist noch nicht gebrochen. Erst wenn es unter 11.305 Punkte geht, dann wird es interessant, denn in diesem Fall wird möglicherweise auch 11.211 unterschritten und dann haben wir als großes Ziel die Kreuzunterstützung hier zwischen 10.615 und 10.680 Punkte. Und ich gehe eher davon aus, wenn es zu einer solchen Bewegung kommt, haben wir ein großes Ziel bei 10.313. Wie komme ich da drauf? Hängt ja irgendwo im luftleeren Raum. Wenn man hier diese Linie nach hinten verschiebt, ist ja eigentlich überhaupt keine Unterstützung zu finden. Ganz einfach, wenn sowas hier zurückgenommen wird, sehen wir eine gleiche Bewegung auf der Unterseite und dann nimmt man den Abstand von der Trendlinie zum Hoch, nimmt man und legt das dann an diesen Trend hier an, hier unten, und dann kommt man auf das Spiegelungsziel eines zurückgenommenen Fehlausbruchs. Was gibt es noch, was für diese Richtung spricht? Zum einen der S&P, der hat nämlich auch hier diese Trend berührt. Heute geht es zwar hier 5 Punkte nach oben, aber es ist ja erst Gefahr gebannt, wenn der S&P über 2021 geht und der DAX über, wo haben wir es nochmal, über 11.942. Solange es nicht über diese Marke geht, kann es weiter nach unten gehen. Denn wir haben laut Dow Transports eine negative Divergenz und die gefällt so überhaupt nicht. Ich mache den Chart jetzt mal etwas länger. Schauen Sie sich das an. Das ist ein massives bärisches Signal für den Gesamtmarkt, denn dieser Index hat genauso wenig wie der Dow Versorgerindex den Ausbruch des S&P auf ein neues historisches Hoch bestätigt. Wir haben keine Bestätigung und aus diesem Grund gefällt mir das Ganze vorerst überhaupt nicht. Gilt übrigens auch für den Nasdaq 100. Den Sie hier sehen, der hat diese rote Linie nicht überschritten, hat kein neues historisches Hoch generiert. Und demzufolge wird die Lage jetzt langsam ernst, denn wenn der Nasdaq hier unter den Aufwärtstrend abrutscht, dann könnte man davon ausgehen, dass der S&P genau das gleiche hier macht. Und dann sieht es wirklich düster aus für den deutschen Aktienindex, der zwar jetzt einige Pünktchen zulegen kann, aber angeknackst ist. So, meine Damen und Herren, das war jetzt mal kurz ein Ausblick auf die Aktienmärkte für die kommende Woche. Also halten Sie sich bereit. Es könnte kommen, muss aber nicht. Wenn es kommen will, dann wird es kommen. Schauen Sie sich das hier an. Das ist der kleine Kalender. Dieser kleine Kalender sagt, wir sind in der ersten Woche. Am Freitag gibt es Zahlen aus Amerika und die dritte Woche ist die interessanteste, denn da steht der große Verfall der Termin an. Und wenn ein Trend sich nach unten verstärken will, dann in der Woche des Verfalltermins. Bis dahin ist natürlich noch viel Zeit hin, aber ich wollte es erwähnen. So, und jetzt schalten wir um auf ein anderes Chartprogramm. Und da zeige ich Ihnen einige mir aufgefallene Einzelwerte. So, weiter geht's, meine Damen und Herren. Nochmal kurz zur Erinnerung. Wir hatten ja vor einigen Wochen und Monaten, ich glaube, es war sogar auf der Invest, habe ich diesen Chart präsentiert. Und da ist der DAX gerade unter diese Linie gefallen, hat ein Verkaufssignal generiert. Dieses Verkaufssignal ist übrigens weiter gültig, solange wie der deutsche Aktienindex nicht über diese rote Linie steigt im Schlusskurs. Das heißt, hier haben wir ein großes Trendwendesignal nach oben erst über 12.169. Was kann hier noch kommen? Passt das zu meiner Prognose, dass der deutsche Aktienindex in diesem Bereich abdriftet?
Wir haben hier drei schwarze Balken. Die übliche Bewegung endet oftmals, wenn 7 bis 9 Balken nach unten oder nach oben kommen. Jetzt schauen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier waren es 10 Balken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier waren es 11. Also gehen Sie davon aus, es ist noch nicht vorbei und wir müssten hier noch mindestens mal 3 bis 4 Balken nach unten sehen. Gut wäre, wenn die nur so schmal wären wie diese hier. Aber naja gut, wie es dann kommt, wird sich zeigen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so kommt. Aber ich wollte diesen Chart präsentieren. So, kommen wir nun zu den interessanten Einzelwerten. Jetzt erstmal der Grund, wieso Sie sich dieses Video weiter anschauen sollten. Der Grund ist Zooplus. Das war mal eine Aktie, die ich vor 3 bis 4 Wochen vorgestellt hatte. Der Grund ist, dass solche Bewegungen oftmals sehr schnell kommen und ich die entsprechende Aktie damals hier vorgestellt hatte und habe gesagt, hier abwarten, die Aktie sieht stark aus, da könnte es nochmal deutlich nach oben gehen. Sie sehen, dieses Kursziel ist in den letzten Tagen Donnerstag bereits erreicht worden. Das sind halt so Aktien, die hier hoffentlich auch in Zukunft öfters mal vorgestellt werden. Ich zeige natürlich jetzt nicht die Aktien, wo es nicht geklappt hat, aber Sie sollen ja auch Ihre eigene Analysetechniken noch anwenden und nicht einfach hier Haus und Hof auf das verwenden, was ich hier präsentiere, sondern ich zeige nur Ideen und die müssen von Ihnen dann mit Ihren eigenen Techniken abgeklopft werden. Eine solche Idee ist heute die Adidas-Aktie. Die Adidas-Aktie nämlich hat den Trend gebrochen und diesen Trendbruch auch noch in den letzten Tagen bestätigt. Interessant ist, dass wir hier ein saisonales Hoch haben und der Kurs sozusagen, wir nehmen jetzt mal diese Marke hier, der Kurs sozusagen bis Anfang September nicht mehr nach oben gehen soll, zumindest nicht mehr deutlich. Wir hatten hier oben mal eine Ausbruchslinie, hatte ich in einer früheren Analyse eingezeichnet und habe gesagt, wenn die Adidas-Aktie steigen will, dann müsste sie über diese Linie steigen und das ist, wie Sie sehen, in den letzten Wochen nicht passiert. So, also, aufpassen, Adidas könnte weiter abrutschen. Was haben wir für Ziele? Erstes Ziel ist das noch offene Gap bei, Moment, wo haben wir es hier? Bei 69,11 und wenn dann dieses Gap wirklich geschlossen werden sollte, dann wird dieses erst geschlossen mit einem Kursrutsch unter 65 Euro, nämlich bis 64,43 Euro. Wenn man eine Position aufbauen will, sollte man seinen Stop weit über diesen Abwärtstrend hier platzieren. Und der ist natürlich auch in Kombination mit der roten Widerstandslinie hier ein guter Punkt, um einen Stop zu platzieren. Heute könnte es möglicherweise zu einer Gegenbewegung kommen und ich weiß jetzt nicht, aber Trendbruch ist ein signifikantes Signal und aus diesem Grund habe ich Ihnen diesen Chart gezeigt. Die nächste Aktie, die mir auffällt oder aufgefallen ist, ist Foslo. Hier haben wir bereits vor einiger Zeit einen Trendbruch und die Aktie ist in den letzten Tagen am Freitag unter diese rote Unterstützungslinie, die jetzt Widerstand bei 56,36 ist. Dieser Bruch muss natürlich noch bestätigt werden, aber sollte dem so sein, dann könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung kommen bis an diesen Bereich, bis 52 Euro. Machen wir hier mal das Ganze grün, denn auch die Saisonalität zeigt ab 14.05. nach unten und das Papier darf bis Anfang Oktober weiter in Richtung Süden laufen. So, nächster Wert ist Salzgitter. Obacht heißt es hier auch geben, denn die Aktie ist unter diesen Widerstand wieder zurückgegangen, nachdem ein neues Jahreshoch generiert wurde und nahezu exakt am saisonalen erwarteten Hochpunkt generiert wurde. Die Aktie ist jetzt wieder unter diesen roten Widerstand gefallen, hat den Trend gestern berührt. Hier würde ich die Aktie mal auf die Beobachtungsliste setzen
und abwarten, was passiert. Rücklauf über die rote Linie wäre möglicherweise bullisch. Kursrutsch unter den Trend wäre bärisch. Zweiteres wird natürlich von der Saisonalität unterstützt. Bitte auf die Beobachtungsliste setzen. Ob eine Bewegung kommt, weiß ich nicht, aber die Aktie ist mir aufgefallen. So, ein weiterer DAX-Wert gefällt mir ebenfalls nicht, denn wir haben hier zum zweiten Mal die Lufthansa-Aktie, die es nicht geschafft hat, einen Einstieg über 14,03 zu generieren. An diesem Tag hatte ich eine Analyse erstellt und die Aktie sollte eigentlich nach oben ausbrechen, dann ist dieses Flugzeug abgestürzt. Es ging deutlich nach unten. Wir haben jetzt hier einen neuen Aufwärtstrend, flachen Aufwärtstrend. Jetzt ist die Aktie wieder mal mit Gap über den Widerstand bei 13,54 ausgebrochen, wurde wieder abverkauft und jetzt wird es interessant, wenn die Aktie unter diesen Trend, Moment, wo verläuft diese, muss ich mal eine rote Linie anlegen, wenn die Aktie unter diesen Trend bei 12,50 abrutscht, dann sehe ich noch einmal weitere 10% Abwärtspotenzial bis zu diesem Tief. Also die Aktie hat zweimal versagt. Zweimal ging es schnell nach oben und dann kam nichts mehr. Wenn also wirklich jetzt Leute noch long sind, dann müssen die spätestens hier unter dieser Linie ihre Positionen eindecken und dann oder zumindest nicht eindecken, sondern verkaufen. Dann geht es hier deutlich nach unten. Saisonal passt es ebenfalls. Nächster großer Tiefpunkt ist am 18.10. zu erwarten. Gut, hier ist das Hoch natürlich etwas später gekommen, aber man weiß ja nie so genau, ob die Saisonalitäten stimmen. Deshalb auch Einstieg über 14,03 und Sie sehen, das war auch wieder die richtige Vorgehensweise, abzuwarten, auf Stärke der Aktie abzuwarten. So, meine Damen und Herren, das war es wieder mal aus meiner Analystenstube. Mein Name ist Thomas Bob. Riskieren Sie bitte nicht Haus und Hof aufgrund der vorgestellten Aktien, die ich hier habe. Auch ich liege falsch und Sie sollten die Verantwortung übernehmen. Sie sollten erst selbst analysieren und sich überlegen, habe ich ein gutes Gefühl, passt das alles zusammen? Und dann eventuell das tun, was Sie für richtig halten. Das war's. Tschüss und bis zum nächsten Mal.